Wir müssen halt bei den Feldern vorwärts kommen und mit den kleinen Gerätschaften geht das einfach nicht mehr. Die Felder sind zu groß. Das geht aber ran, ja? Ja. Dann Schläuche ran und klapp mal auf. Da gucken wir mal, ob hier vielleicht eine Kupplung dran ist. Schauen wir kurz ins Feld. Oh, macht das Teilgeräusche. Nee, kann ja nicht sein, dass das Weiße hinter Sämaschine soll. Weißt du, ich mein? Der Grube, der gehört definitiv dahinter. Hinter. Aber da hinten ist jetzt auch nichts zum Ankoppeln irgendwie. Machen wir mal los, ne? Täuschen. Da ist ja schon was zum Ankoppeln. Hier. Doch, stimmt, hier ist ein Ankoppler. Probieren wir nochmal. Oder ist da auch was zum Ankoppeln, oder was? Oh, sorry. Aber, der Grube gehört definitiv hinten, ja. Ach, ich erkenne die Hängerkupplung. Jawohl, das musste hinten ran. Das war, glaube ich, nicht zu sehen, dass das eine Hängerkupplung ist. Hallo, Alex. Ich bin noch so ein bisschen beim Stream am Testen, was ich für eine Bitrate heute nehme. Wir lassen es mal kurz so, ob es flüssig läuft. Ich hoffe, dass wir nicht die gleichen Probleme haben wie am Sonnabend. Geht das? Jupp. Mhm. Schläuche auch dran? Alles dran? Jupp. Na dann, versuchen wir das Teil irgendwie zum Feld zu bekommen. Jetzt noch was dranhängen oder so? Ja, nochmal das gleiche, ne? Doppelt hält besser. Das wär's, ne? Noch hallo, Max Rowalli. Nee, das geht. Aber wozu hat denn der noch so ein Ausfüllrohr, falls man das leeren muss dann, oder was, wenn der... Keine Ahnung, ich brauch gleich ein Navi für dieses Gerät hier. Warte, ich muss mal kurz einsteigen, was man hier so alles schalten kann. So. Ich kenne das drum gar nicht. Also ich kann da gar nichts sagen dazu. Buchen. Sämaschine, Saat wählen, Abdeckung öffnen, okay. Okay. Also das Ganze zählt als einfache Sämaschine. Ah, ist das hier nicht so was wie ein Zwischenspeicher auch vom Saat her? Na, da weißt kommt du? Die Saat gut rein, ja, aber wozu ist das Rohr? Falls man das wieder leeren möchte wahrscheinlich oder ja, so. In eine kleinere Saatmaschine oder andere Saatmaschine, weißt du? Vielleicht, ja. Ja, dann fahrt das Teil mal bitte zum Feld. Bleibst du drauf? ich baue hinten schon mal so ein... ich baue uns mal zwei kleine Silos, dass wir halt hier Saatgut und sowas immer haben. Auf am Tag. Ich glaube, du bist jetzt ziemlich langsam, oder? Ich glaube, der Traktor ist zu schwach für das Drum. Naja, der hat die 600 PS eigentlich. Ja, das ist aber Mindestanforderung. Ich glaub, dass das zu viel ist. Ah, nee, guck. Und die Handbremse lösen. Ah, das ist zum befüllen. Ja, genau. Jetzt wissen wir das auch. Na gut. Ach, wird das dann nach vorne geschwenkt? Nein. Ne, auf die Seite. Traktionskontrolle. Also du kannst mit einer anderen Maschine da an das ranfahren und dann halt. Okay. Ja, mit irgendeinem Traktor oder sonst was die Maschine dann nochmal befüllen. Hm. Dass du nicht immer zur Düngestation fahren musst.
So, dann kommen wir mal hier zu so einem. Das Vorderrad blockiert. Den VCA-Mod auch, glaube ich. Ich schau mal, ob ich da was machen kann. Nope. Häng nochmal ab. Ja. Da musst also hinten oder die Hydraulik, also da oder die Hydraulik muss nach oben fahren, glaube ich. Da müsste es einen Schalter geben, dass du, oder sagen wir es, wie heißt denn das da? Keine Ahnung. Normalerweise geht das aber, ja, ich weiß, was du meinst, aber das kann ich ja gar nicht hochfahren. Siehst du? Ah? Ist noch nicht befüllt, ne? Na, eigentlich muss es leer sein. Nee, weil ihr blockiert ein Rad. Kannst du das nicht nach oben fahren? Nee. Muss automatisch gehen. Das ist ein Auto, Achtung. Ah, dummes Auto. Du musst Verkehr mal ausschalten. Kannst du noch mal kurz aussteigen, dass ich mit vorkommen kann, noch mal kurz? Unfall. Habt ihr jetzt Autos kaputt gemacht? Ach. Nee. Ja, aber ich sehe gerade, der Gruber ist ja halb unten. Der muss gehoben werden wahrscheinlich, genau. Ja, ja. Aber hier steht senken nur. So ist der ja oben. Probier mal. Warte, ich muss mal kurz. Ja, der ist oben, ne? Lass mich mal nochmal mit vorkommen, irgendwie. Steig mal ganz kurz aus, bitte. Jo, geht. Geht ja auch. Stehen die Räder hier jetzt? Ach, die vom Hänger blockieren. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Da sind einfach Autos im Weg, glaube ich. Die haben eine Hitbox, oder? Ja. Weiter. Der Strommast. Weiter. Das passt. Es passte. Ja, da ist noch ein Rad. Oh je. Wir müssen, glaube ich, Querfeld einfahren oder so. Ich kann nicht links mehr zurück. Kannst du ein Stück zurück und dann nach links? Ich glaube, es geht gar nichts mehr hier. Ich glaube, wir haben eingekellt. Warte mal. Oh, oh. Ey, die Fahrzeuge sind. Oder du musst mal Verkehr ausschalten. Spiel die weg. Na, wir haben jetzt wirklich verkeilt, ne? Warte mal, Verkehr können wir kurz ausschalten. Ich muss mal kurz. Ja, da haben wir schon mal eine fette Aufgabe vor uns. Wo haben wir denn Verkehr? Ja, das. Ich würde warten, bis der Verkehr mal weg ist. Alm. Wir schieben das Teil auf die Seite. Kann ich das vielleicht noch am Anfang einstellen auf dem Server? Nee. Nö. Verkehr. Kann man den da ausschalten? Ich überlege gerade, ob das überhaupt geht. Hm. Im Bausimulator geht es auf jeden Fall. Ah, hier aber auch. Es müsste definitiv bei allgemeinen Einstellungen sein. Ich versuche den Kollegen mal. Ich hab's gefunden. Ach, Mensch, ja. So. Jetzt schön nach hinten fahren, wie du reingefahren bist. Das geht nicht mehr, glaube ich. Nee, ich glaube, wir müssen den nochmal abkoppeln und wegschieben. Ja. Mm. Oder? Ja, ich finde auch. Da kommen wir nicht ran. Warte mal,
Zapfwelle ist ab. Schläuche abkoppeln. Yes. Abkoppeln. Jetzt fahr mal aufs Feld. Oder richtig mittig auf die Straße oder irgendwie was. Nochmal, dann müssen wir den hier nochmal wegschieben. Und du kannst den zurücksetzen. Ja. Oder so, zurücksetzen, warte. Boah, das ist schlimm. Ist groß, ne? Schwierig zu, ja, der ist ein bisschen überdimensioniert. Quatsch, der ist genau, der ist genau richtig. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Kann ihn nicht anklicken irgendwie. Da war er. Warte. Ich stehe, glaube ich, im Weg selbst. Wir müssen mal ein bisschen weggehen, dass ich da nicht drüber stehe. Zack. Da ist er. Zurücksetzen. Yes. Ja. Ja. Halt, Brio, magst du wieder? Jo, kann. Du willst. Das Teil ist halt schwierig gefahren, ne? Mhm. Das ist nicht unsere Firma. Fruchtzerstörung ist eh Gott sei Dank aus. Hätten wir schon minus geschafft. Jetzt ist aber auch hier wieder dieser blöde Olle Mast im Weg. Jetzt bräuchten wir Earth mit seiner Säge. Ach, du holst den Anhänger auch dahin, okay. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Heute habe ich das Problem, dass er nicht im First-Person-Modus gehen kann. Ja, aber das sind doch wenigstens Maschinen hier. Ja, Mitte macht man damit sicher. Aber es ist ja eine Prozedur, da den erstmal hinzukriegen. Genau. Hätte man liefern lassen sollen. Ist ja alles angekoppelt? Aber die Schläuche sind wieder abgegangen, glaube ich. Ja, das nicht. Müsste aber so gehen. Nö. Hauptsache, der bremst auch. Ist schon schwierig. Guck mal. Ich hab jetzt Vollgas, ne? Ja, irgendwas ist da ein bisschen so komisch. Das hintere Teil, das blockiert komplett. Ja. Nee, das sieht nur so aus, weil du nicht gerade fährst. Wenn du gerade fährst, dann drehen die sich wahrscheinlich auch. Die rutschen hier einfach über den Modder oder so. Vielleicht ist es auch irgendeiner von diesen Dreckmod oder sowas, dass der vielleicht auch die Oberfläche ein bisschen rutschiger macht. Das weiß ich gar nicht genau. So. Halten. Entschuldigung. Alles gut. Ich wollte nochmal die Schleiche an. Na? Jetzt. Das Feld ist nachher kaputt hier, ne? Ja. Wir müssen auch schnell wieder weg dann hier. Bevor der Nachbar kommt. Ja, bevor einer gucken kommt. Ah, sieht ganz gut aus, sieht ganz gut aus. Jawohl, jawohl. Okay. So. Wir machen am besten mit Begleitung. Fahren wir erstmal ein bisschen übers Feld, glaube ich, ne? Oder hier kommst du vielleicht auf die Straße rauf. Wenn ich wegkomme. Ich hab grad Vollgas. Was, hast du Vollgas? Ja. Ja, aber der passt schon wieder irgendwas, ne? Ich glaube, es ist der VCA. Also, weißt du, wegen Traktionskontrolle oder so. Dann schalt's mal um. Kannst du das? Weißt du das? Sonst gehe ich mal kurz rein und schalt um. Traktionskontrolle ein.
Na, ich glaube, die muss eher aus, die Traktionskontrolle. Außen? Okay. Ich glaube auch, ja. Ist alles aus jetzt. Also kannst mal gucken. Nee, mach. Probier einfach. Dann probier. Wir brauchen sowieso noch einen stärkeren Traktor nachher, noch einen zweiten. Was könnten wir denn da nehmen? Geh mal einer, also guck mal einer mit ins Shop und mach mal einen Vorschlag, was da für ein Traktor brauchen könnte. Einen mit, ja, so, mit so 8 Reifen dran, oder was? 6, oder? Nee, ich weiß nicht, wie stark. Ja, ja, für was hättest du, oder für was brauchst du denn? Oder da, für was hättest du denn eingesetzt? Für die Sämaschine. Für die Sämaschine. Aber wir müssen ja mal parallel fahren, nachher fast. Also, wir brauchen 2 starke Traktoren. Also, das höchste sind hier 692 PS. Aber der hat dann auch keine Kette. Das ist dann so ein. Das ist so ein Knicklenker, ist das. Der, ja, der Case, gell? Ist das Knicklenker? Ja. Ja. Aber der sieht auch geil aus, ne? Der geht auch nicht so schlecht. Der geht nicht? Der geht nicht so schlecht, sag ich mal. Der geht nicht so schlecht, ja. Der hat schon Bumps. Muss ich mal kurz nochmal die Bank fragen? Ich komme weg. Liebe Bank. Also das Geld habe ich nicht ersheetet, ne? Ich habe einfach nur das Kreditlimit hochgesetzt, damit wir hier vorwärts kommen. Ja, vielleicht wechseln wir gleich. Also. Ja, warte mal, wir können mal probieren, den anderen Traktor direkt gleich. Ich muss mal ein bisschen Geld abheben von der. April, lass mich mal testen. Nochmal. Der rutscht, die, vielleicht sind die Ketten einfach zu schmal, dass der rutscht oder sowas. Motorausführung. Irgendwas blockiert. Das ist echt komisch. Reifenhersteller ist eigentlich egal, oder? Macht das irgendwie tatsächlich auch einen Unterschied? Eine Pflegebereifung, wenn du Bruchzerstörung anhast. Ansonsten egal. Macht das kaum was, ne? Intern, ja. Beim Fliegen sollst du schwere Reifen haben oder breite Reifen. Nehmen wir Zwillingsbereifung mit Gewichten? Ja, was? Macht am besten, oder? Sinn. Oh. Dann gleich alles mit Gewicht. Steht Gummi kostet auf der Straße. Gleich, zack. Aber der ist jetzt richtig breit. Ah, der ist ja schön. Entschuldigung. Ach, der Sound, ne? Ah, der Sound ist geil, ja. Aber die Hupe ist ja. Naja. Aber ich glaube, der hat jetzt einfach mehr Traktion da unten und der zieht das Ding jetzt weg. Ja, du wirst. Da ändert sich nichts, ne? Nein. Millimeter noch. Stopp, reicht. Das war schon richtig. Ja, ja. Also wieder zurück. Der bremst kacke. Ja, zurück. Weiter. Ja. Weiter. 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 Okay. Nice. Ja. Ach, perfekt. Ja, versuch mal. Ich glaube, jetzt muss der grüne Traktor weg hier. Immer langsam, ne? Das ist nicht normal.
Da hinten blockiert das Rad. Ich sehe es. Ja, aber das kann einfach durch die Straße so, sein hier irgendwie. Oder ist das so langsam? Ja, es ist einfach gerutscht durch den Modder. Denke ich mal. Das kann auch sein. Haben wir irgendwelche Wellen vergessen? Nee. Dass die vielleicht das mitdrehen oder so? Das kann nicht normal sein. Wie schnell fährt denn der jetzt gerade? 5. Moment, warte mal nochmal. Gibt's eine Welle irgendwo? Nee. Na, hier ist keine Welle dran. Probier nochmal. Ja. Sechs. Mehr geht. Das ist... Irgendwas machen wir falsch, glaube ich. Ja. Aber die Frage ist was. Die Seemaschine. Na, fahr's mal trotzdem erstmal hin. Wir müssen es da mal aufklappen und versuchen, ob er dann im Arbeitsmodus vielleicht schneller fährt, was ja sehr unwahrscheinlich ist. Es ist halt ein Mod, ne? Also es kann auch sein, dass es irgendwie hier nicht hinhaut. Oh. Aber es geht doch jetzt. Ja, ich habe die Zapfwelle abgekoppelt. Welche Zapfwelle? Ja. Zwischen den beiden Hängern? Zwischen Gruber und Ziehmaschine. Okay. Ja genau, weil die brauchst du glaube ich nachher nur, wenn du das Ding antreiben willst zum Säen oder so. Vielleicht bremst das. Na, ist ja cool, dann hol ich mal den anderen Traktor. Okay, perfekt. Irgendwie falsch. Der braucht einmal mal die ganze Straße. Ja, der fährt noch nicht gerade. Bloß nicht abkoppeln. Das Ding einfach so lassen, wie es ist nachher. Das wird unsere Saatmaschine, das ist gut. Und der Grüne hier kann dann die Striegel und sowas machen. Striegel und Flügen. Ach, Flügen brauchen wir jetzt zur Not gar nicht. Das Teil kann direkt Saat. Das ist das Coole daran. Ich zieh den Hänger nicht gerade her. Also hinterher. Einmal mal den Sound leiser machen. Ach nee, Sound ging wieder nur draußen, ne? Im Hauptmenü, oder? Haben wir genug Saat? Ich habe da so eine Silos jetzt hingestellt. Ja. Ah, okay. Der Wurf ist da. Ist im Chat. Ja, aber der hat heute, also er hat geschrieben, er kann nicht. Ja. Ich hätte ihm heute gerne auch seine Hühner gekauft und die Hühner getauft, aber wenn er nicht will, dann ist es so. Wir haben ganz viele fette Maschinen, Earth, heute. Aber richtig viele, aber es ruckelt auch schon wieder im Stream, ne? Shit, und ich guck schon wieder nur auf den Bildschirm. Ich weiß nicht, was mit meinem Internet los ist, ey. Ist echt furchtbar gerade. Aber ich lade die Folgen von heute nachher dann auch wieder auf YouTube hoch. In besserer Qualität, wenn das einer hinterher gucken will. Das ist auch okay. Eieieiei. Alles gut, Brio? Yeah. Ich bin nur geradeaus gefahren. Du musst dann hinten irgendwo übers Feld. Nicht die enge Kurve nehmen. Warte. Bevor es der warte kurz. Nee. Ja. Warte mal. Ich koppel kurz mal ab. Moment. Ja.
Ich sag mal, zum Transportieren können wir das auch mit zwei Traktoren machen. Dann fahre ich den kleinen Hänger jetzt schnell vor. Fahr mal nach vor. Ach ja, ihr seid weit gefahren. Ja, ja, eben. Ich wollte nicht hier reinfahren, sondern hier übers Feld, weißt du? Okay, na, ich hol den Hänger. Komm mal da irgendwie ran? Kann ich ja, da die Zäune kann ich nicht umfahren. Ich muss hier durch, warte mal. Nee. Moment, ich hol kurz einen anderen Traktor. Hab schon, bin schon hier. Okay. Ich bin ja hinterhergekommen. Aber das Rad ist jetzt an dem Pfosten verkeilt, ne? Ja, wenn du es zurückschiebst, ich glaube, das müsste funktionieren. Meine Meinung nach, irgendwas mit der Sämaschine ist was nicht in Ordnung. Ja. Fahr mal damit. Zieht immer nach rechts an. Okay. Der Trecker zieht dir nicht gleichmäßig hinterher. So schwierig fahren. Guck, das ist versetzt, siehst du? Na, geht eigentlich. Find's jetzt nicht schlimm. Ich krieg den Sound nicht weg. Ja, weißt du, wieso das versetzt ist? Weil alle Räder, glaube ich, mitlenken. Deswegen ist das, fühlt sich das vielleicht ein bisschen komisch an. Hoppala. So. Ja, jetzt! Komme. Cool, wir können da eh sicher hinter den Tretscher dann stellen dann. Dem Gerät. Reicht das? Ja. Ja, perfekt. Pass auf, oh, jetzt habe ich den Prio überfahren. Ja, wir müssen halt gucken, ob wir das neue Feld pflügen müssen oder nicht. Das ist jetzt noch die große Frage nach der Ernte. Aber eigentlich ist da nur Sokumhülse drauf. Das sollte so gehen. Düngen müssen wir das noch mal. Unser Feld habe ich schon gedüngt. Also es kann jetzt nur maximal irgendwo ein ganz kleiner Fleck sein, ja. Aber unser Feld ist zweimal gedüngt, also unser altes Feld. Aber wo ist denn die Dünge-Auffüllstation? Ist die unten beim Silo? Beim Silo ist das. Okay. So, ich versuche das jetzt so gerade wie möglich hinter dir hinzustellen. Ja, weil dann müssen wir sie noch vorher auffüllen. Ja. Die Geschichte. Ehrlich gesagt. Warte, ich muss noch raus. Warte. Ach so, warte mal. Wäre es vielleicht sinnvoller, erst aufzufüllen und dann anzukoppeln? Ja. Das habe ich vorher gemeint. Ach ja. Du verstehst wieder mein Österreichisch nicht, gell? Ja, doch. Ne, ich habe das aber ich habe das gedacht. Ja, wir müssen, bevor wir sehen, müssen wir noch auffüllen. Ja, das ist schon klar. Aber du meintest es jetzt schon. Okay. Soll ich halt anfangen mit Dreschen? Du kannst anfangen zu dreschen, ja. Du kannst vorne anfangen zu dreschen. Man kann ja auch einmal einen schwierigen Weg gehen. Also mir ist das ja wurscht. Ja. Immer alles einfach machen ist auch langweilig. Moment. Die Stange wieder, ne? Nee. Ja. Ich glaube schon, oder? Nee, warte. Probier nochmal. Das ist komisch. Hau mal die Schläuche ran. Nee, nur die Schläuche. Oh nee, anderes Problem. Was denn jetzt?
Das kann ich, du musst nur ein bisschen nach rechts. Ich kann nicht dreschen hier. Warum nicht? Ja, das sind die ersten paar Meter. Ach, Ich kann okay. nicht mehr ankuppeln. Ey, was ist denn da? Kaputt gemacht, die schöne neue Maschine, weil ich kann ankuppeln. Aber Schläuche. Doch, geht, Vorsicht, Vorsicht, genau, geht, passt. Ich glaube, Ich die glaube, Schläuche ich müssen ja. ran, sonst lösen sich halt die Bremsen nicht, ne? Irgendwie, kann das sein? Ich denke nämlich auch, Sind vielleicht auch Luftdruckbremsen einfach? die Schläuche sind wichtig. Aber kann sein, dass ich vielleicht bei den Einstellungen was falsch habe. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Weil bei dir hat er jetzt die Schläuche da oben irgendwo angesetzt. Bei mir hat er die irgendwo unten eingesteckt. Ach so, müssen wir das Ding auffüllen. Das ist ja geil. Aber da ist ein Mast, wenn ich Ja, jetzt. nee, ich wollte erst mal gucken. Da ist ein Mast. Das ist ja geil. Ja, da hoffe ich, dass das mit diesem Silo hier auch funktioniert. Ja, wir müssten vielleicht nur einen Monat. So, warte mal. Nee, also ich hatte schon angefangen zu ernten, das ist eigentlich reif. Achso, da steht abgeerntet. Okay, alles Na, gut. die ersten 3 Meter habe ich nur abgeerntet schon. Genau, Ja, also da sorry. wirst du nicht nochmal können. Nein, ich habe nur gerade geguckt. Nee, ich dachte Ich auch, dass das wäre kenne die, abgeerntet. Fru die Fruchtsorte kenne ich nicht. Ach, du grüne Neune, wie kriegt man das jetzt hin? Wie kriegt man das Ding jetzt aufgefüllt? Shit. Muss ganz weit rechts fahren. Der Traktor kommt gar nicht so schnell hinterher mit Lenken. Ach, ein Verkehrsschild steht ja auch noch in der Nähe. Auch noch im Weg. Jetzt fahr den Rüssel nochmal ein. Ich glaube, dann Nee. wirst du erleichtert. Warte. Muss das richtig ausholen. Na, jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass das so breit ist. Dann muss ich die Silos nochmal umsetzen, ist ja kein Problem, aber erstmal gucken, ob das überhaupt geht, also ob der Silo das Teil erkennt. Hast du kurze Zeit, Alm? Jo. Bin Es gleich ist voll. voll. Jo. Jo. Stehst hinten irgendwo, gell? Ja, ich schau mal. Ich fahr mal. Also wird das nicht gehen. Mit welcher Maschine könnte man dann da umladen? Mit so einem Überladewagen, ne? Wahrscheinlich. Oder hat Überladewagen für Ich Saatgut? habe mich leider mit dem Teil noch nicht befasst. Ah. Also kann ich leider keinen Einfluss. Habe ich leider keinen Einfluss. Kann jemand im Chat, kennt sich jemand im Chat mit diesen großen Teilen aus und kann das mal schreiben, wie man das irgendwie möglicherweise umladen kann? Das muss der echt genau treffen dann. Ich miete mal so einen Überladewagen, mal zum Testen. Du Ja, okay. Mensch. Nee, ich glaube, dann musst du das Rohr gar nicht ausfahren. Einfach mit dem Hänger hier drunter fahren. Aber da Ist sind da die oben zu offen? da oben halt, ne? Das ist das Problem. Aber wir können es mal testen. Vielleicht ist ihm das egal. Weil ich krieg die nicht einzeln auf. Also Nee. entweder. Was für ein Teil auch, ne? Ja.
Ich sitze ja verkehrt rum. Warte mal so rum. Als habe ich mich verkeilt hinten, glaube ich. Warte, ich krieg das Verkehrsschild weg. Oh, jetzt bin ich drunter. Ich drehe mal einfach um. Ja, so. Der vordere ist es. Nee, erkennt das glaube ich nicht. Und wenn du jetzt aufmachst, das Rohr raus. Ach, dann ist es auf der anderen Seite, ne? Warte mal, das ist eine gute Idee. Nee, aber der Mod wird, denke ich mal, so programmiert sein, dass er einfach das da unten als Ladetrigger hat oder so. Du kannst ja noch ein bisschen probieren, ich hole mal diesen Überladewagen her. Jo. Naja, wenn das Ding einmal voll ist, dann reicht's auch für ein paar Mal, glaube ich. Ein paar Jahre. Es wäre cool, wenn es hier einen zweiten Händler geben würde. Der ist ganz schön weit weg immer. Ich glaube, es gibt da Mods mit Gebäuden, da wo du einen Händler irgendwo hinstellen kannst. Ja. Aber sollte man wenigstens auch mal ein bisschen schön Landstraße fahren? Die ist ja schön gerade hier. Ja, ein bisschen. Ohne großen Maschinen geht's eh. Ja. Und ohne Verkehr. Auf geht's sicher nicht. Nee, ne? Also ich glaube auch nicht, dass das so gedacht ist, ja. Mette, wir brauchen ja bald einmal einen größeren Kipper mit mehr Volumen. Ja, der Silo ist in der Nähe. Also wir haben ja gleich ein Silo in der Nähe. Okay. Ja, stimmt. Aber kommt auch noch. Kommt dann auch sicherlich. Das geht jetzt ordentlich zackig da mit dem großen Drescher. Ja. Das Ding hat jetzt insgesamt aber auch, glaube ich, auch fast 50.000 Liter oder so. Das ist schon eine Menge eigentlich. Also der komplette Zug. Ja, jetzt bin ich ja, kann sein. 18.000 Liter bei 81%. Ich weiß jetzt nicht, der vordere hat weniger, gell? Der LKW hat, glaube ich, nur 7,5 oder so, hm? Kann ich das sehen? Leider nein. Müsste ich abkuppeln. Ah, lass es. Es ist, glaube ich, nicht so wichtig. Wir kaufen, wenn es sein muss, kaufen einen großen Hänger. Die Bank hat, wie gesagt, uns ihr Vertrauen ausgesprochen. Ja. Eine Kooperation aus ostdeutschen Schweizern und Liechtenstein, was soll da schief gehen?
Aus Liechtenstein. Luxemburg, Entschuldigung. Wer ist denn da Luxemburger? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Na, Prio. Achso, ich mir dachte, der kommt aus der Schweiz. Alles. Nee, Luxemburg, ne? Prio, ist das richtig? Luxemburg, genau. Ja, ist korrekt, ja. Sorry. Das habe ich. Ich habe jetzt ein bisschen. Jetzt hat mir der JD hat mich jetzt verwirrt. Mit der Schweiz, was. Wir kommen von der Schweiz, keine Ahnung. Die Schweiz brauche ich mir auch noch. Geht gar nicht. Ach, guck mal, im Überladewagen könnte man sogar auch noch Getreide hin und her fahren, glaube ich. Der kann alles schlucken. Wenn ich mal gerade fahren würde. Eieieiei. Ist genau drunter, aber das passt. Sechsunddreißigtausend Liter gehen rein. Mit beiden Anhängern und vorne? Nicht? Jungs. Ja, ich. Ich hoffe, es sind mal alle. Gar nicht aufgefüllt, ne? Was? Silos sind ja gar nicht aufgefüllt, da ist ja nichts drin. Ich habe eigentlich gekauft. Ja, ich kann auch man muss auch auffüllen, ne? Na, ich habe eigentlich aufgefüllt mit eigentlich volle Kanne. Vielleicht habe ich nicht zu Ende gedrückt oder so, aber ich habe es eigentlich aufgefüllt vorhin. Wenn nicht. Okay. Nee. Siehst du irgendwo die Anzahl, die drin ist? Nee. Silo auffüllen steht hier. Du Na, hast an. Das Produkt kein Lagerplatz. Also dann ist es voll. Ne? Dann ist es eigentlich voll, ne? Ja. Okay. Ich versuch's einfach jetzt mit der anderen Maschine. Das geht dann nicht. Hänger, weißt du? Hier, du kannst. Hier mit dem hier, das probieren jetzt. Ich habe Überladewagen. Ah ja. Wieder verlenkt. So, hier bietet das jetzt an, Befüllung starten. Also das. Er triggert es beim anderen einfach nicht. Sein, dass das Saatgut auf dem Boden liegt, weißt du? Nee, geht nicht. Nee, fahr mal aus, das Teil. Ich versuch mal jetzt genau daneben irgendwie einzurattern. Aber ich weiß nicht, welche Kammer Dünger ist und welche Kammer Saatgut ist. Düngen kann der, glaube ich, nicht. Wird aber hier unten angezeigt. Ja? Dünger und Saatgut. Also von Düngen habe ich eigentlich gar nicht gelesen. Vielleicht gibt es noch eine andere Maschine, die gleichzeitig düngen kann oder so, aber eigentlich bei der Maschine stand nichts von Unterfußdüngung. So, dann gucken wir mal. Kommt mal ran an den Speck. So, kann ich das noch weiter ausfahren? Rechter Stick. Kann ich denn das Rohr noch ändern? Ach, jetzt mit der. Jetzt kann ich es ausfahren. Guck mal. Oh, ich verlenk mich ja immer. Jetzt geht's! Klappt. Okay, was für eine Wissenschaft!
Dann mache ich den nochmal voll. Okay, dann. Ich bin schon 33% voll. 33% mit 8000, also können wir nochmal 16 reinhauen.